Mit dem Gefühl verbitterter Enttäuschung denkt man in Äthiopien an jene Tage zurück, als der Frieden 40 Jahre lang wie ein selbstverständlicher Bestandteil der majestätischen Bergwelt war, in der die Einwohner ein unabhängiges und arbeitsames Leben führten. Eine seit der Königin von Saba und König Salomon ununterbrochene Dynastie von Herrschern regierte über das Land, das so groß ist wie Deutschland und Frankreich zusammen und dessen Volk mit zu den traditionsreichen Völkern in der Geschichte zählt. In Fortsetzung dieser Dynastie besteigt am 2. November 1930 ein neuer Souverän den Kaiserthron. In der St. Georgskirche von Addis Abeba wird der Prinzregent Rastafari in einer prunkvollen Zeremonie zum Kaiser von Äthiopien gekrönt. Von nun an trägt er den Namen Haile Selassie I. Haile Selassie hat sich eine gewaltige Aufgabe gesetzt, die er als Prinzregent begann und als Kaiser vollenden will. Er kämpft um den Fortschritt seines Landes, um seine Anerkennung in der Welt und wird dabei zum Leitstern eines stetigen Aufstiegs. Im tiefsten Frieden dieser Entwicklung, als niemand an Krieg und Zerstörung denkt, wird eine verborgene Drohung zur unerwarteten Wirklichkeit. Italien sammelt Truppen in Eritrea und Somaliland und bricht an zwei Fronten in Äthiopien ein. Man schreibt den 2. Oktober 1935. Es dauert zwei Tage, bis die Nation diesen Schock überwunden hat. Dann entschließt sich der Kaiser, die Freiheit seines Landes zu verteidigen. Er verkündet die allgemeine Mobilmachung. Die Nachricht vom Ausbruch des italienisch-äthiopischen Krieges verbreitet sich wie ein Lauffeuer um die ganze Welt. Das unvorbereitete Äthiopien rüstet sich zum Kampf. Die Kriegstrommel ruft alle Männer zu den Waffen. Aber die äthiopischen Waffen sind gering und unzureichend verglichen mit der technischen und militärischen Übermacht des Gegners. Der Kaiser führt seine Truppen selbst in die Schlacht. An der Nordfront kämpft er gemeinsam mit seiner Leibwache als einfacher Soldat. Gegen den einsetzenden Terror aus der Luft, der mit Bomben und Gasangriffen auch die Zivilbevölkerung nicht verschont, sind die äthiopischen Streitkräfte nahezu machtlos. Die Truppen Mussolinis gewinnen mehr und mehr an Boden. Sie besetzen das Land und die Hauptstadt. Der äthiopische Widerstand jedoch ist ungebrochen. Er zieht sich zurück und konzentriert sich in den Bergen, die für den Kleinkrieg der Partisanen zum besten Verbündeten werden. Viele Städte sind verwüstet. Die Lage scheint hoffnungslos.
2. Mai 1936. Der Kaiser nimmt Abschied von seinem Land in der Hoffnung, das Recht, an dem er in unbeirrbarem Glauben festhält, beim Völkerbund in Europa zu finden. In England, das er zu seinem freiwilligen Exil erwählt, wird ihm ein begeisterter Empfang bereitet. Viele prophezeien ihm Erfolg, tausende wünschen es ihm. Am 28. Juni 1936 empfängt ihn Genf, wo Haile Selassie in einer historischen Rede als erstes Staatsoberhaupt persönlich an die Delegierten des Völkerbunds appelliert. Aber die von politischer Unsicherheit zerrütteten Hüter des Völkerrechts versagen ihm ihre Hilfe. Gott und die Geschichte wird sich an ihre Entscheidung erinnern. Diese prophetischen Kaiserworte bleiben ohne Echo. ለህዝብ ይደረግለታል የተባለውን እርዳታ የሚገባውንም ትክክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቀርብ ያለው Aber die Geschichte gibt ihm recht. Das Jahr 1940 bricht an. Mussolini erklärt den Alliierten den Krieg. Im Juni landet Haile Selassie in Khartoum. Von hier aus mobilisiert er den verborgenen Widerstand gegen die feindliche Besatzung. Mit Hilfe englischer Truppen beginnt die große Kampagne in Westäthiopien. Am 19. Januar 1941 überschreitet der Kaiser die Grenze zu seinem eigenen Reich. Die Ankunft des von den Italienern längst totgesagten Herrschers stärkt den Kampfgeist der gesamten Bevölkerung. Gemeinsam mit den verbündeten Streitkräften der Engländer werden die Italiener vom Norden und vom Süden her angegriffen. Wenige Wochen später ist Äthiopien frei. Englische Truppen haben Addis Abeba schon besetzt, als der Kaiser am 5. Mai auf dem Weg über den Entoto zum ersten Mal wieder auf seine Hauptstadt hinuntersieht. Genau 5 Jahre nach dem Einmarsch Badoglios zieht Kaiser Haile Selassie, begleitet von 15.000 Soldaten, in Addis Abeba ein. Die Bevölkerung bereitet ihrem Monarchen eine stürmische Willkommensfeier. 21 Geschütze schießen Salut. General Cunningham, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte in Ostafrika, empfängt den Kaiser vor dem Palast. Dann hält Haile Selassie seine erste Ansprache und er beginnt mit den Worten: Was ich euch allen, vor allem anderen, sagen will. Dieser Tag ist der Beginn einer neuen Ära für Äthiopien. Die neue Ära wird eine neue Aufgabe mit sich bringen und ihre Erfüllung ist jedem von uns auferlegt.
ein inselartiges Hochplateau im Herzen des afrikanischen Kontinents. Eine steinerne Festung, deren Unüberwindlichkeit das Land vor Kolonisierung und Assimilierung durch fremde Mächte bewahrt hat. Das ist Äthiopien. Und dieser Film erzählt seine Geschichte. Die erstaunliche Geschichte zwischen dem jahrtausendealten Gestern und dem zukunftsvollen Morgen. Wie kaum ein anderes Land gestaltet sich Äthiopien aus den verschiedenartigsten geologischen Formationen. Die gigantischen Berge, die oft steil und unvermittelt aus der Ebene herausragen, verbergen zahlreiche Kraterseen. Erloschene und noch unerforschte Vulkanreste aus der Geburtsstunde Afrikas. Aber der Felsen regiert nicht allein. Er wird abgelöst von ausgedehnten Tälern und sanften Hügeln mit reichem vulkanischen Boden. Hier findet das Vieh seinen roten Klee und hier baut der Bauer sein tägliches Brot an, den heimischen Inschera. Die vielgestaltige Bergwelt macht den Äquator und seine bedrohliche Nähe zu einem harmlosen Nachbarn. Obwohl sich 9 Monate hintereinander ein Sonnentag an den anderen reiht, trocknen die Quellen niemals aus. Die abnorme Höhenlage zwischen 2000 und 3000 Metern hat als unentwegte Begleiter ein mildes Klima, warme Tage, frische Nächte und eine fruchtbare Vegetation. Baumbestandenen Hügel behalten das ganze Jahr über ihre satte dunkelgrüne Farbe. Uralte Baumriesen erheben sich über einer geheimnisvollen Pflanzenwelt, die von menschlichen Wesen nur selten betreten wird. Erst sehr viel weiter, im einsamen Süden, fordert die Wildnis ihr Recht. In Borona, einem unerschlossenen Gebiet, wo trockene Steppe und undurchdringlicher Busch ineinander übergehen, haben die Tiere ihr eigenes Paradies. Die Unzugänglichkeit vieler Landstriche wurde für die wilden Buschbewohner zu einem wahren Segen. Und so begegnet man ihnen heute noch auf Schritt und Tritt, den Herden der Kudus mit ihren spitzen Hörnern. Und den hochbeinigen Gazellen, die ihrer angeborenen Schreckhaftigkeit zuweilen sogar eine standhafte Neugierde abgewinnen. Äthiopien gilt immer noch als das reichste Tierreservoir für die zoologischen Gärten der Welt. Der unerschöpfliche Elefantenbestand steht unter dem besonderen Schutz der Regierung. Über 500 Elefantenherden genießen auf ihren jahrzehntealten Pfaden ein ungestörtes Dickhäuter-Dasein und über 500 Elefantenbullen widmen sich mit ausgesprochenem Familiensinn dem Fortbestand ihrer Gattung. In dieser menschenleeren Weite herrscht ein beinahe unwirklicher Frieden, der von Trophäen und Beutejägern nur selten gebrochen wird. Dem philosophischen Marabu wird dabei die ihm gewünschte Ruhe gegönnt. Und selbst der Geier weiß, dass er als Gesundheitspolizist zwar nicht in Ansehen, aber unter Naturschutz steht. Die
Die äthiopischen Giraffen, die in Herden bis zu 30 Stück durch den hitzeflimmernden Busch wandern, zählen zu den schönsten und farbenprächtigsten Exemplaren ihrer Art. Im Gegensatz zu den übrigen Ländern des Kontinents ist die Wasserversorgung nur ein halbes Problem. An den Felswänden entspringen zahlreiche Quellen und zu Flüssen vereinigt durchziehen sie das Land in allen Himmelsrichtungen. Einer dieser Flüsse ist der biblische Gihon, der blaue Nil, dessen Wasser unmittelbar nach der Regenzeit erdbraune Farben annehmen. Auf erzwungenen Umwegen windet er sich durch abgrundtiefe Schluchten. Und lange nachdem er die Grenzen verlassen hat, speist er die Lebensader Ägyptens, den Weißen Nil. Wenige Kilometer hinter dem Tana-See, der eigentlichen Quelle des Gihon, entlädt sich die Energie der reißenden Fluten in einem beispiellosen Wasserfall. Ein steiler Abhang zwingt den Fluss 50 Meter in die Tiefe. Schäumende Sprudel, sprühende Gischt und tanzende Regenbogen gestalten dabei das fantastische Naturschauspiel der blauen Katarakte. Am Ufer des Tana-Sees, dem zweitgrößten Afrikas, bietet sich der ganze Reiz einer von Zivilisation und moderner Technik noch unbeeinflussten Lebensweise. Aus Papyrusrohren, die in unvergleichlicher Fülle am Ufer wachsen, bauen die einheimischen Fährleute ihre Tankwas, federleichte Boote, die wie Kork auf den Wellen treiben. Wie zu Zeiten der alten Kaiser besorgen die Tankwas den kleinen Passagierverkehr zu den heiligen Inseln im Tana-See, auf denen viele der einstigen Herrscher begraben liegen. Die Überreste versunkener Kaiserkulturen finden sich im Norden des Landes, wo frühe Einwanderer aus nördlichen Gefilden ein starkes und blühendes Reich errichteten. Diese Einwanderer, teilweise semitischen und hamitischen Ursprungs, gelten als Gründer Äthiopiens. Ihre Hauptstadt war Aksum, das heute noch als heiliger Ort verehrt wird. Das Wahrzeichen von Aksum und ein ungelöstes Rätsel für alle Gelehrten ist der schiefe Obelisk, ein Granitblock aus einem einzigen Stein gemeißelt. Die Ornamente versinnbildlichen einen Turm mit vielen Stockwerken, am Fuße des Monolithen die Umrisse einer falschen Tür. 3000 Jahre ist es her, dass dieser Obelisk errichtet wurde. Ein noch heidnisches Denkmal zu Ehren eines toten Königs in einer Zeit, in der Sonne und Sterne als Gottheiten verehrt wurden. Die Gründung der Marienkirche in Aksum reicht ebenfalls in alttestamentarische Zeiten zurück. Ihre Geschichte ist eng mit dem Beginn der christlichen Epoche im 4. Jahrhundert verknüpft. Und auch in unseren Tagen steht sie im Mittelpunkt des geistlichen Lebens. Jene Herrscher, die im 16. Jahrhundert ihre Residenz in Gondar aufschlugen, prägten einen Baustil, der maurische Einflüsse zu einer ursprünglichen Schöpfung äthiopischen Empfindens vereinte.
Das eindrucksvollste Bauwerk aus dieser Periode ist der Palast des mächtigen Fassilidas. Er und seine Söhne bauten Schlösser und Burgen, die zu den schönsten Überlieferungen der kaiserlichen Ahnenreihe gehören. Wer die Entwicklungsstufe einer Kultur im Spiegel der Sitten und Gebräuche sieht, dem wird hier eine erstaunliche Entdeckung zuteil. Das Badeschlösschen des Fassilidas in einem großen Schwimmbecken, unversehrtes Dokument einer verfeinerten Lebensweise. Äthiopien ist das Land der alten Kirchen und Klöster. Viele sind völlig erhalten und berichten von der christlichen Tradition eines Volkes, dessen Kultur von Anfang an in enger Verbindung mit der Kirche stand. Unverändert wie ehedem leben hier Mönche und Priester als strikte Bewahrer des koptisch-orthodoxen Glaubens, dessen äthiopischer Ursprung auf einen Missionar des Patriarchen von Alexandrien zurückgeht. In jüngster Zeit jedoch wurde die Kirche zu einer unabhängigen Hierarchie. Das größte Wunder in der äthiopischen Vergangenheit sind die Felsenkirchen. Kein Lexikon der Welt gibt Aufschluss über diese fast unbekannten Bauwerke, die mit ihrem symbolischen Tür- und Fensterschmuck ebenso wie die Pyramiden oder die Akropolis zu den einmaligen Schöpfungen in der Geschichte der Menschheit gehören. Es war ein König mit dem Namen Lalibela, der um die Jahrtausendwende den Auftrag gab, Kirchen in die Felsen zu schlagen. Das einsame Bergmassiv, das er dafür erwählte, liegt am Ende einer dreitägigen und mühevollen Maultierreise. Der gesamte Komplex mit seinen 13 Bauwerken ist ein verwirrendes Labyrinth unterirdischer Höhlen und Gänge nach allen Dimensionen. Jeder Fremde würde sich im Dunkel der Berge verlieren. Lieblingshort der Priester und Pilger ist St. Mariam. Im weiten Vorhof der Kirche treffen sich Lehrer und Schüler zum gemeinsamen Studium der altertümlichen Schriften. Die Rolle des Lateinischen in der katholischen Liturgie spielt in der koptischen das Ges, ein Vorläufer der amharischen Sprache. Sämtliche Kirchen von Lalibela sind keine Bauwerke im üblichen Sinn. Es sind Monolithen, Gotteshäuser aus einem Stein. Mit unglaublichem technischen Geschick wurden sie aus dem Berg herausgeschnitten. Von Grund auf ein Teil des Felsens, auf dem sie ruhen. Das Innere dieser Kirche, die der Mutter Gottes gewidmet ist, birgt eine Anzahl farbig ausgelegter Reliefarbeiten, alle im Zeichen des Kreuzes. Die steinernen Wände sind mit den lebensgroßen Skulpturen von Heiligen geschmückt. Die Verehrung von Engeln und Heiligen ist hier fester Bestandteil der Religion. Medhani Alem, Erlöser der Welt, die größte der 13 Kirchen. Ein gewaltiger Steinblock, der bis zu einer Tiefe von 10 Metern aus dem Berg herausgelöst wurde. Wie alle anderen ist auch Medhani Alem
aus einem Stein gemeißelt. Ein in mühevoller Arbeit geformter Fels, dem selbst die Techniker des 20. Jahrhunderts ihre Bewunderung nicht versagen. Aber Libanos, für die der Berg ein natürliches Schutzdach bildet, wurde von der Seite her in den Felsen hineingetrieben. Wirr von düsteren Gängen führt zu dem jüngsten Bauwerk der glanzvollen Epoche, das Felsenkreuz von St. Georgius. In seiner einmaligen Art ist es zum dauerhaften Symbol eines unbeugsamen Glaubens geworden. Eben noch auf den Spuren der Geschichte steht man plötzlich dem äthiopischen Heute gegenüber. In den vergangenen Jahren hat das Land die Elemente einer modernen Existenz in sich aufgenommen, um mit den Erfordernissen des internationalen zu halten. Die Zuckerplantage von Wonji ist ein Musterbeispiel für die weit verbreitete Zusammenarbeit mit ausländischem Kapital. Im Tal des Awash, auf gehaltvollem Boden und unter sengender Sonne, wächst in unübersehbaren Weiten das Zuckerrohr. Der Zweckmäßigkeit wegen wird es gleich an Ort und Stelle verarbeitet. Die Zuckerplantage beschäftigt über 3000 Arbeiter und das Ergebnis der Fließbandproduktion befriedigt den Konsum der gesamten Bevölkerung von 20 Millionen. Während sich Äthiopien mit der Zuckererzeugung auf den eigenen Bedarf beschränkt, zählt der Kaffee zu den wichtigsten Exportgütern. Wussten Sie eigentlich schon, dass die begehrte Kernfrucht den Namen einer äthiopischen Provinz trägt? Dem Landstrich Kaffa gebührt der Ruhm, das Ursprungsland der braunen Bohne zu sein, deren reife rote Früchte zweimal im Jahr geerntet werden. In schattigen und feuchten Wäldern wächst hier die Kaffeepflanze völlig wild. Nach wenigen Monaten wird der zarte Sprössling samt Erde fachgemäß verpflanzt. Neuzeitliche Bestrebungen und wissenschaftlich geprüfte Zuchtmethoden verwandeln die ursprünglichen Anbauflächen mehr und mehr zu Kaffeekulturen, auf deren Produkte die größten Kaffeeverkäufer der Welt ständig zurückgreifen. Feine Würze und intensiver Duft sind die besondere Note des Kaffa-Kaffees.
Die Früchte der äthiopischen Obstkulturen sind in anderen Ländern nahezu unbekannt. Das liegt daran, dass man sich noch bis vor kurzem darauf beschränkt hat, den eigenen Appetit zu stillen. Die riesigen und planmäßig angelegten Obstplantagen im Osten und Süden versprechen jedoch von Saison zu Saison einen größeren Ernteertrag. Ungefährdet von plötzlichen Klimaschwankungen erblüht hier der Wirtschaft ein neuer Exportzweig. Zitronen und Apfelsinen wetteifern mit handtellergroßen Mandarinen. An den Ästen der Grapefruitbäume wuchern die Riesen unter den süß-sauren Schalenfrüchten, die Pampelmusen. Schon immer war die Landwirtschaft und alles, was mit ihr zusammenhängt, der Haupterwerbszweig der Bevölkerung. Der Viehbestand, der ihre Kopfzahl sogar um ein Vielfaches übersteigt, bildet gemeinsam mit dem Ertrag des Bodens die Lebensgrundlage der Nation. Im Lauf der Jahrtausende haben sich die verschiedenen Arten den mannigfachen Gegebenheiten des Landes angepasst. Anspruchslose und erprobte Steppenbewohner sind die Rinderherden im endlosen Ogaden. Jeden zweiten Tag legen sie einen kilometerlangen Weg zu den Wassertränken zurück und jeden zweiten Tag erweckt ihre Ankunft ein Bild aus biblischen Zeiten. Hier in Jijiga hat sich seitdem wenig geändert. In einfachen Lederbehältern wird das Wasser ans Tageslicht befördert. Derb und stämmig ist das Vieh in der Buschebene. Ungebunden und selbstständig lebt es wie seine Vorfahren auf freier Wildbahn. Aber wie jedes Vieh, so hat auch das Äthiopische einen heimtückischen Feind, die Rinderpest. Noch vor Jahren fielen hier Tausende von Rindern zum Opfer. Dort, wo der Mensch in so enger Gemeinschaft und Abhängigkeit zu den Tieren lebt, sind Seuchen eine lebensbedrohende Gefahr. Seitdem die Viehimpfung gesetzlich verankert ist, werden alle erreichbaren Rinder in den Vakzinationszentralen zusammengeführt. Die Impfung erfolgt mit einem speziellen Ziegenserum, das lange Immunität verspricht und ist im Grunde viel weniger schmerzhaft, als mancher Ochse glauben machen will. Als ausgesprochenem Agrarstaat wäre es Äthiopien nie gelungen, sich aus der naturgebundenen Abgeschiedenheit zu lösen. Dazu bedurfte es einer modernen Hilfe.
Man bemühte die Technik als verbindende Mittlerin zur Außenwelt und zur Erschließung des Landes selbst. Eine aviatische Glanzleistung in der von Luftlöchern zerrissenen Gebirgsatmosphäre war die Errichtung einer eigenen Fluglinie. This is Holloway Radio. Will you please give me your position over the radar Baker, over? Holloway Radio, this is Easy Terror 3 at 10,000 feet of Victor Fox. 309er Zebra. Und da wir gerade unterwegs sind, wie wäre es mit einem Ausflug zur neuen Blume? Das ist nun keineswegs eine neu entdeckte Pflanze, sondern die genaue amharische Bezeichnung für die Hauptstadt Addis Abeba. Addis trägt seinen romantischen Namen zu vollem Recht. Es ist eine der reizvollst gelegenen Städte überhaupt und zugleich das geistige, politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes. Hier ist auch der Mittelpunkt des Reise- und Transportverkehrs. Und von hier aus unterhält die farbenfreudigste Luftlinie der Welt eine regelmäßige Verbindung zu 26 Inlandsstationen und zu den Hauptflugplätzen im Orient. Die Stadt selbst ist nur wenige Kilometer vom Flughafen entfernt. Und wer Lust hat, sich überraschen zu lassen, dem begegnet dort eine ganz moderne City. Der Großstädter findet hier alles, woran er sich im Laufe seines Lebens so sehr gewöhnt hat. Asphaltierte Straßen, massive Geschäftshäuser und keinen Parkplatz. Die Modelle aller Automobilfabriken geben sich ein turbulentes Stelldichein. Nach englischem Muster herrscht Linksverkehr. Bei einer Entdeckungsreise durch die Stadt, die mit 500.000 Einwohnern größer als Berlin ist, wird man auf angenehme Weise von den angenehmsten Dingen belehrt. Das Theater fehlt ebenso wenig wie das komfortable Hotel. Und wer schnell Bekanntschaften schließen will, unternimmt einen kostenlosen Besuch im YMCA, im christlichen Verein junger Männer. Auch in Addis Abeba macht sich der Einfluss kirchlicher Tradition stark bemerkbar. Hier sind es jedoch Kirchen moderner Bauart, die das Stadtbild bestimmen. Der mächtige Komplex der Dreieinigkeitskirche, die für den regierenden Kaiser eines Tages die letzte Ruhestätte sein wird. Freistehend auf einer Anhöhe und weithin sichtbar das Mausoleum Menelik II. Menelik, der zur Zeit Kaiser Wilhelms auf dem Thron saß, steht in der Geschichte Äthiopiens an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Die gesamte Bevölkerung bewahrt diesem einstigen Herrscher ein treues Andenken. Mitten in der Stadt steht sein Denkmal. Er war es nämlich, der die neue Blume 1878 gegründet hat.
Der gegenwärtige Souverän hat Addis Abeba in Fortsetzung seines Werkes zu einer imposanten Stadt entwickelt. Der Aufbau der Städte ist mit allen Schwierigkeiten ausländischer Importe verbunden. Mehr und mehr jedoch werden die vielen und vielfach unerforschten Bodenschätze des Landes ausgenutzt. Dem Städteplaner kommt dabei nichts besser zugute als das Gebirgsland selbst. Auf der einen Seite liefert es das angemessene und dauerhafte Baumaterial und darüber hinaus gewinnt man aus den Steinbrüchen in kontinuierlicher Produktion den unerlässlichen Zement. Die vollautomatischen Anlagen verarbeiten das Rohmaterial am laufenden Band und die Fabrik produziert vom Steinbruch direkt in den Zementsack hinein. So wie hier wurde die Wirtschaft, die durch jüngste Kriegseinwirkungen völlig erlahmt war, überall wieder angekurbelt. Man fing damit an, alle Möglichkeiten, die der verborgene Reichtum des Landes zu bieten hatte, zu untersuchen. Und siehe da, fast über Nacht übernahm die staatliche Tabakregie das Geschick des Rauchers. Von der durch den reichen Viehbestand bedingten Häuteproduktion zur Lederfabrikation und von der Lederfabrikation zum maschinell verarbeiteten Schuh war es nur ein kurzer Schritt. Die Textilindustrie bemüht sich nach Kräften, die einheimische Nachfrage zufriedenzustellen. Die großen Baumwollfabriken in Diredaua arbeiten schichtweise Tag und Nacht. Von sicherer Hand gesteuert, ergriff die industrielle Revolution von Äthiopien Besitz. Und wie von selbst prägte sie aus den naturverbundenen Eingeborenen einen bis dahin unbekannten Menschentyp, den Typ des Industriearbeiters. Die geistige Kraft jedoch, die dahinter steht, verfolgt ihr Ziel mit der Behutsamkeit eines erfahrenen Pädagogen. Langsam, aber stetig wird die Jugend an ihre zukünftige Aufgabe herangeführt. Bei dieser Entwicklung ist das Bindeglied des täglichen Lebens nicht mehr wegzudenken. Ausgesuchte Journalisten und Redakteure schreiben die Geschichte des Tages für Zeitungen in amharischer, englischer und französischer Sprache. Das abendländische Vorbild als Hintergrund des neuen Lebensstils ist unverkennbar. Aber es ist nicht nur ein bloßes Abbild, denn der Boden, auf dem die Zukunft wächst, ist die Tradition einer 3000-jährigen Geschichte, die niemals verleugnet wird. Neben den Erfordernissen der Massenproduktion schlagen Volkskunst und Handwerk die Brücken zur Vergangenheit. Das Elfenbein der Elefanten und die Hörner der Büffel ergeben die altbewährten Schmuck- und Gebrauchsgegenstände. Und in der Kunst des Teppichwebens besitzen die Frauen eine ererbte Fertigkeit.
Zuerst erscheint es vielleicht ungewöhnlich, aber die Schama, Äthiopiens Nationalkleidung, verbietet keiner Frau, an modischen Neuigkeiten Gefallen zu finden. Bitte keine Müdigkeit, meine Damen, denn von klein auf übt sich, was einmal große Kleider tragen will. Übrigens für den Fall, dass Sie einmal telefonieren wollen. Die Zentrale in Addis Abeba bedient Sie so schnell und international, wie Sie wollen. Die düsteren Tage der Isolation sind endgültig vorbei. Mit jeder Stadt im Inland und sogar mit Übersee hat man Verbindung aufgenommen. Hallo Asmara. Asmara. Hallo Asmara. Hallo. Addis Abeba. Hallo, Kutralle. Die Errichtung der Telefon- und Telegrafenanlage war mit ungeahnten technischen Schwierigkeiten verknüpft. Aber das Anfangsstadium ist überschritten. Das Nachrichtennetz, das Land und Leute zusammenhält, wird immer engmaschiger. Nicht weniger wichtig war der Ausbau der Verkehrsstraßen. Die Lebenswege Äthiopiens strahlen von der Hauptstadt aus sternförmig in alle Himmelsrichtungen. Der Überlandverkehr rollt und ohne gefährliche Pannen kommt man im Automobil von Addis bis zum über 1000 Kilometer entfernten Roten Meer. Am Roten Meer liegt Eritrea, ein äthiopisches Bundesland, das erst vor wenigen Jahren durch einen Beschluss der Vereinten Nationen an das Mutterland zurückgegeben worden war. Mit dem Augenblick dieser Wiedervereinigung, die den politischen Schatten von der Landkarte verschwinden ließ, hat sich in Eritrea vieles gewandelt. Die neue koptische Kirche ist ein Geschenk des Kaisers an die orthodoxen Christen in Massawa, die an der Grenze zum Islam in der Minderheit leben. Obwohl die christliche Orthodoxie einer unabhängigen Staatskirche gleichkommt, erlaubt die Toleranz der Verfassung jedem Bürger volle Religionsfreiheit. Die Moschee in Massawa ist ein Geschenk des Kaisers an die Mehrheit der Moslems. Der Neubau der Schulen in Asmara fußt auf den letzten Erkenntnissen der internationalen Architektur. Ebenso die Krankenhäuser, die sich in nichts von dem Stil modernster Bauweise unterscheiden. Die brütende Hitze an der Küste des Roten Meeres hat der Hafenstadt Massawa den Namen Tor zur Hölle eingetragen. Für Äthiopien jedoch ist Massawa das Tor zur Welt, das lebenswichtige Bindeglied zum internationalen Warenverkehr. An den Quais machen Schiffe aus aller Welt fest. Handel und Wandel der Länder untereinander finden hier eine gemeinsame Basis. Unerlässliche Importe werden ausgeladen und in steigendem Maße werden Rohstoffe exportiert.
Was auf den ersten Blick wie eine sonnendurchflutete Polarlandschaft aussieht, sind die gewaltigen Salzberge der Salinen, die das begehrte Mineral aus dem Roten Meer gewinnen. Der hohe Salzgehalt des Wassers ist zur Grundlage einer einträglichen Industrie geworden. Durch Verdunstung gewinnt man das grobkörnige Rohsalz. Die Hauptbeteiligten an diesem Gewinnungsprozess sind Sonne und Zeit. Sie arbeiten in Massawa unentgeltlich. Bei Bedarf werden die Berge in einer Art Übertagebau Zentner für Zentner abgetragen und direkt verladen zur Weiterreise in ein salzarmes Land. Bei allem Ernst jedoch kommt das Vergnügen nie zu kurz. Der Feiertag gehört der Erholung, besonders in Addis. Und der Ort, wo der afrikanische Großstädter seine freien Stunden ungestört genießen kann, heißt Debre Said, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Wie immer ist es ein durch und durch internationales Rendezvous. Männer und Frauen aus aller Herren Länder finden dabei unbegrenzten Kontakt zueinander. Debre Said, das ehemals den Namen Bischoftu trug, liegt am Rande eines Kratersees, eingebettet in ein welliges Hügelgelände. An den Ufern tummeln sich die gefiederten Ureinwohner, die sich durch den Betrieb der Wochenendurlauber kaum aus der Fassung bringen lassen. Haubentaucher, rote Maskalvögel und majestätische Pelikane. Das farbenprächtige Bild der vielen Besucher im Sonntagsstaat erzeugt eine richtige Festtagsstimmung. Und der Segelsportler registriert mit einiger Verblüffung, dass hier oben in 2000 Meter Höhe genügend Brisen wehen, um hart am Wind zu steuern. Der höchste Segelclub der Welt hat sogar alle Mühe, um die tückischen Böen zu meistern, die aus der Talmulde der berühmten Hyänenschlucht herüberwehen. Der wöchentliche Unterricht wird zum beliebten Spiel für die jugendlichen Eleven von Äthiopiens erster Schwimmerschule. Als Land- und Bergvolk waren die Äthiopier noch nie vollendete Wasserratten, aber mit einigem Training versprechen sie es bald zu werden. Die Erziehungsgeschichte des Landes ist ein soziologisches Phänomen. Die Tafari Makonnen-Schule in Addis Abeba war die erste Schule, die gegründet wurde, 1922. Inzwischen gibt es kaum eine Ortschaft, die ohne Schulen ist.
Zum geistigen Zentrum der heranwachsenden Generation wurde das University College, das der Vorbereitung auf das Universitätsstudium dient. Die Heranbildung einer intellektuellen Oberschicht zählt mit zu den umwälzenden Maßnahmen. 16% des Staatseinkommens dienen allein dieser Aufgabe. Die Wege der Studenten führen oft in das Nationalmuseum, wo die Reliquien der politischen und kulturellen Vergangenheit zusammengetragen werden. Die Kronen ehemaliger Kaiser und Könige, in der Mitte das Prunkstück Menelik II. Die Sammlung repräsentiert unvorstellbare Werte. 1,5 Millionen Mark ist allein der Geldwert dieser einzigen Krone, die einst einem unbekannten Ras, einem König, gehörte. In der traditionsbewussten Umgebung des Museums arbeitet ein junger Maler. Er hat lange Jahre im Ausland studiert und ist zurückgekehrt, um die erlernte Technik mit dem Geist seiner Heimat zu einer Synthese zu verbinden. In den modern beeinflussten Bildern erwacht die ganze Farbenpracht eines Sonnenlandes zu neuem Leben. Die Kreuzigung. Aida und koptischer Priester. Das Studium der Vergangenheit führt unwillkürlich wieder auf die Quellen christlicher Entwicklung zurück. Die ältesten noch vorhandenen Schriften sind Bibeln aus dem 13. Jahrhundert. Sie sind auf Pergament geschrieben und erinnern in Ausstattung und Ausschmückung an die kunstvollen Werke der Mönche in den abendländischen Klöstern. Alle Darstellungen, denen eine strenge und farbenfrohe Ornamentik zu eigen ist, haben starken Symbolcharakter. Die tragende Gestalt ist immer Jesus Christus. In aller Stille und fast ohne Widerhall in der Welt ist an diesen Städten ein Geist am Werk, der das Gesicht Äthiopiens eines Tages entscheidend mitbestimmen wird. Dieser Mann, der sich als Mensch und Kaiser die Bewunderung aller Völker erkämpfte, hat über seiner großen Aufgabe noch niemals das Schicksal des Einzelnen vergessen. Überall erzählt man sich die Geschichten seiner menschlichen Großmut. Immer dort, wo er dem Elend begegnet, einem mittellosen Kranken oder einem Kind armer Eltern, bezahlt er die Behandlungskosten selbst. In einem Hospital, das seinen Namen trägt, werden sie dann operiert. Medizinische Fürsorge ist für Kaiser Haile Selassie nicht nur ein soziales Anliegen, sondern auch ein privates Steckenpferd. Oft genug lässt er sich an den Operationstisch rufen, um stundenlang Zeuge einer Operation zu sein.
Zeit seines Lebens hat sich der Kaiser ein unermüdliches Interesse für alle Dinge des menschlichen Daseins bewahrt. Er lebt nicht in einer majestätischen Enklave, er lebt mitten im Volk, von dem er wie kaum ein anderer Souverän Liebe und Verehrung empfängt. Seine Residenz befindet sich direkt in Addis Abeba und hat allen Anekdoten zum Trotz nichts von dem Märchenpalast eines Kaisers aus dem Morgenland. Sie gleicht eher einer komfortablen Villa, in der repräsentativer Prunk auf ein Mindestmaß beschränkt ist. Jedes Jahr im September wird der Schlosspark zum Schauplatz einer zauberhaften Zeremonie. Es ist das Fest des Kreuzes, das Atzemaskal, mit dem zugleich der beginnende Frühling und das Ende der Regenzeit gefeiert wird. Mit dem Maskalfest fängt in Äthiopien das neue Jahr an, für das die Priester Segen und Wohlergehen und Kraft und Gesundheit für den Kaiser erbitten. Punkt der Feier steht nach uraltem Brauch die Überreichung von kreuzförmig gebundenen Frühlingsblumen durch den Erzbischof an alle anwesenden Würdenträger. Umrahmt wird das feierliche Zeremoniell von den temperamentvollen Tänzen und Gesängen der Priester. Religiöse und geschichtliche Hintergrund offenbart sich im eigentlichen Maskalfest, das zu einem Feiertag für die gesamte Bevölkerung wird. Die Einwohner erscheinen mit langen Stöcken und einem Blumenkreuz als Symbol der erblühten Landschaft und zur Erinnerung an die Entdeckung der Reliquien des wahren Kreuzes durch Kaiserin Helena. So wie überall an diesem Tag wird in der Mitte des Hauptplatzes ein Holzstoß, eine Damara, errichtet. Der Erzbischof erteilt seinen Segen und von den Priestern geleitet gehen der Kaiser und sämtliche Würdenträger dreimal um die Damara herum.
Am Rande des Platzes warten bereits Zehntausende von Einwohnern in ihren festlichen weißen Schamas. Sie kommen gruppenweise aus jedem Viertel der Stadt. Vor dem Kaiser und der kaiserlichen Familie vereinigen sie sich dann zu einem stundenlangen Umzug, singend und tanzend. Und jeder wirft seinen Stock auf den Holzstoß, bis endlich ein einziger großer Scheiterhaufen entsteht. Nach dem Vorbild der Kaiserin Helena im Heiligen Land vor 1600 Jahren wird am Abend ein riesiges Leuchtfeuer entzündet. Das ist der lang erwartete Augenblick für die Jugend, die das Schauspiel mit leuchtenden Augen verfolgt und mit freudiger Ausgelassenheit das Fest des Jahres feiert. Alle Glocken der Stadt erklangen, als die 25-jährige Herrschaft Haile Selassies ihre symbolische Krönung fand. Die Jubiläumsfeier zu Ehren des 225. äthiopischen Souveräns gilt gleichzeitig dem Menschen und seinem Werk. 2,5 Jahrzehnte eines mühevollen Aufstiegs gipfeln nunmehr im Höhepunkt einer festlichen Repräsentation. Am Morgen eines strahlenden Sonnentages verlassen der Kaiser und die Kaiserin den Palast. Ihr Weg führt zur Jubiläumsmesse in der St. Georgskirche, wo Haile Selassie 1930 gekrönt worden war. Eine motorisierte Eskorte geleitet den Zug durch die Triumphbogen über den Straßen, an denen Tausende von Einwohnern ein dichtes Spalier bilden. Auf der Kirchenterrasse wartet der Erzbischof, um das Kaiserpaar zu empfangen. Dreimal stößt der Ligaba mit dem Stock auf die Erde, das Zeichen für die Festgäste, der Kaiser betritt die Kirche. Die höchsten Repräsentanten des Landes nehmen ihren Platz ein. Der Zwillingsthron steht dem Altar gegenüber. Die Messe beginnt.
Im Edelstein geschmückten Ornat die Abunas, die Bischöfe und der Erzbischof. Insgesamt 13 an der Zahl. Gemeinsam zelebrieren sie die größte und feierlichste koptische Messe, die jemals gehalten wurde. Alle Würdenträger Äthiopiens nehmen an dieser Feststunde teil. Unweit vom Kaiserpaar entfernt die Enkelkinder. Gegen Ende der orthodoxen Zeremonie verneigen sich der mächtigste Mann des Landes und die Kaiserin nach altem Brauch vor der Bibel, die ihnen vom Erzbischof überreicht wird. Dann spricht Abuna Basilios, der höchste Kirchenfürst und Symbol der geistlichen Macht in Äthiopien, das Schlussgebet. Möge Gott dem Kaiser, der ein Mann Gottes ist, alles geben, was er in seinem Herzen ersehnt. Hymnus der Priester begrüßt Haile Selassie beim Verlassen der Kirche. Die verborgene Schatzkammer des historischen Äthiopien entfaltet jetzt den ganzen Prunk eines jahrtausendealten Kaiserreichs. In der purpurroten Staatskarosse beginnt der Triumphzug durch die Stadt. Neben der Karosse marschiert mit gezogenem Säbel die persönliche Leibwache in ihrer traditionellen Uniform. Kriegerische Reiter im überlieferten Waffenschmuck mit Löwenmähnen und Schildern aus Rhinozeroshaut repräsentieren die alten Stammesfürsten. Der Jubel der Bevölkerung pflanzt sich von Haus zu Haus fort. Das hohe Trillern aus dem Mund von Abertausenden begleitet die Purpurkutsche auf ihrem kilometerlangen Weg. Die Straßen sind überfüllt und die Menschen lassen ihre Begeisterung für den Kaiser freien Lauf.
unermüdlichem Temperament marschiert der Tambourmajor an der Spitze der farbenfrohen Festkapelle, an die sich in unablässiger Folge die Einheiten des Heeres und der Luftstreitkräfte anschließen. Nach über 3 Stunden geht der beispiellose Triumphzug seinem Ende entgegen. Der Gibi, der Palast, ist wieder erreicht. Die Staatskarosse hält vor den Stufen des Portals und Kaiser und Kaiserin kehren in ihre Residenz zurück, die sich schon wieder auf ein neues Ereignis vorbereitet. Der Abend gehört dem Jubiläumsbankett zu Ehren des Monarchen, das die kaiserliche Familie mit den höchsten Würdenträgern und den diplomatischen Abgesandten der Länder an einer prunkvollen Tafel vereint. Den Ehrenplatz neben dem Kaiser nimmt der Erzbischof ein. An der Seite der Kaiserin der künftige Thronfolger Kronprinz Asfawossen. Das festliche Mahl findet einen beschwingten und heiteren Ausklang. Im Thronsaal vor dem Kaiserpaar tanzt die große Welt zur Feier des Tages bis spät in die Nacht hinein. Das 25-jährige Jubiläum, das am Ende einer schweren, aber erfolgreichen Regierungsperiode steht, wurde für Äthiopien zugleich zum Anfang eines neuen geschichtlichen Zeitabschnitts. Nach dem Willen Haile Selassies sollte die Festwoche gleichzeitig der äußere, prunkvolle Rahmen für eine politische Grundsteinlegung werden. In der Krönungskarosse begab sich der Kaiser wenige Tage später zum neu errichteten Parlament. Erwartungsvolle Spannung lag über dem weiten Vorhof, als der Monarch die Stufen des Parlaments betrat. Bereits ein Jahr nach seiner Thronbesteigung hat er diese Institution geschaffen und damit einen großen Teil seiner absolutistischen Macht an die Vertreter des Volkes übertragen. Im Thronsaal lag die neue Verfassung bereit.
die der Kaiser in Anwesenheit aller diplomatischen Vertreter unterzeichnete. Es ist die zweite Verfassung in der Geschichte Äthiopiens und die zweite Verfassung unter der Regierung Haile Selassies. Im Namen des Kaisers wurden durch diesen demokratischen Staatsakt die persönlichen Rechte des Einzelnen, die Freiheit des Glaubens, der Meinung und der Presse erweitert und gefestigt. Dann betrat der Souverän die Loge im Parlament. Seine Ansprache wurde über den Rundfunk in alle Städte übertragen. Ganz Äthiopien lauschte in dieser Stunde der historischen Thronrede, die dem Weg der Nation in die Zukunft Rechte und Richtung gab. ያሳባችን ዋናው ዓላማ የንጉሰ ነገስት መንግስት ግዛታችን ተወላጅ ዜጎቻችን ሁሉ በመጠናቸው በመክር ቤት ውስጥ በሚገባ እንደራሴ እንዲኖራቸውና በዘርም ሆነ በሃይማኖት በመካከላቸው አንድም ልዩነት እንዳይኖር ለማድረግ ነው። ማናቸውም ኢትዮጵያዊ ትክክል መብት እንዲኖረውና የተወደደ ህዝባችን ሁሉ ያንድ ትልቅ ቤተሰብ ተወላጆች ሆነው በወንድማማችነት እኩል እንዲኖሩ ዘወትር የተከተልነው ዓላማ ነው። በንጉሰ ነገስቱ መንግስት ግዛት የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ሃይማኖታቸውን ስርዓት አክብረው በነጻነት ለመፈጸም አይከለከሉም። የ25ኛውን የዘውድ በዓላችንን ለማክበር ስላበቃን ፈጣሪያችንን እናመሰግናለን። Jubelnder Beifall brauste auf, als der Talakumeri, der große Herrscher, unter den Klängen der Nationalhymne den Balkon betrat. Als eine der letzten Majestäten unserer Welt hat dieser Philosoph auf dem Kaiserthron ein Leben seinem Land gewidmet. Und in der Geschichte Äthiopiens ist er wie keiner zuvor ruhender Pol und dennoch das lebendige Gewissen seines Volkes.